willkommen in der Ausstellung Zivilverteidigung, Luftschutz und Zivilschutz der DDR. Wir haben hier die gesamte Geschichte der Zivilverteidigung bzw. des Luftschutzes von 1945 bis in die Neuzeit dokumentiert, mit Schwerpunkt natürlich auf die Zeit, wo es die DDR-Zivilverteidigung von Ende der 70er Jahre bis 1989 gegeben hat. Entstanden ist diese Sammlung nach Auflösung des Museumsbunkers in Hamburg, wo für jede Organisation ein Raum eingerichtet wurde. Und als dort 2012 geräumt werden musste, haben wir die Exponate, die vorhanden waren, das war ein Transporter mit Anhänger, hierher gebracht und dann schrittweise seit 2012 die Ausstellung aufgebaut. Wir werden gleich in ausgewählten Sequenzen einige Einblicke aus der Ausstellung gewinnen können.